besser. Hallo Camper, danke, dass ihr vorbeischaut. Wir sehen uns das Pokémon-Ferienlager an. Einen Ort zum Erforschen, Spielen und Erweitern eurer grundlegenden Pokémon-Kenntnisse. Es gibt viel zu sehen und zu tun. Es gibt 8 super coole Aktivitäten im Pokémon-Ferienlager. Eine davon ist brandneu. Außerdem werdet ihr einige eurer Lieblings-Pokémon aus der Alola-Region vorfinden. Wenn ihr die kostenlose App heruntergeladen habt, kennt der Spaß keine Grenzen. Hoppla, da sind wir schon. Los geht's. Okay, seht euch mal um. Da bei dem Steg, an dem wir zuerst angelegt haben, seht ihr das gelbe Gebäude, das wie ein berühmtes Pokémon aussieht. Das ist die Arena, wo du alles über das Erkennen von Pokémon in der Wildnis lernen kannst. Oh, könnt ihr das rote kuppelförmige Bauwerk sehen, das wie ein Pokéball aussieht? Dort übt ihr das Fangen von wilden Pokémon, indem ihr Pokébälle auf sie werft. An anderen Orten könnt ihr Pokémon identifizieren, die sich im Schatten verstecken, mit Karten des Pokémon-Sammelkartenspiels spielen und viele andere coole Sachen machen. Möchtet ihr mehr sehen? Dann betrachten wir das Ferienlager mal aus der Vogelperspektive. Wow, im Ferienlager ist die Sonne untergegangen. Die Zeit vergeht hier wirklich wie im Flug. Ihr könnt euch viele Aktivitäten unten auf der Informationstafel genauer ansehen. Und ihr könnt eure eigenen komischen oder coolen Fotos mit Pokémon-Stickern im Pokémon-Ferienlager entwerfen. Es gibt ein besonderes Pin-Buch, in dem du deine Abzeichen, Fotos und Pins sammeln kannst. Halte im Ferienlager auch nach Alola-Pokémon Ausschau. Es hat echt Spaß gemacht, euch das Pokémon-Ferienlager zu zeigen. Jetzt ist es höchste Zeit, dass ihr euch ins Abenteuer stürzt. Holt euch die kostenlose App und fangt an zu spielen. Wir sehen uns. Einige der Ansichten und die rotierende Funktion sind nicht im Pokémon-Ferienlager enthalten.